Hallo und herzlich willkommen auf einer weiteren Übungseinheit auf meinem Kanal. Wir machen heute ein Ensemblestück von Eckhard Kopetzky mit dem Titel Sunny Mallets, bedeutet sonnige Stabspiele. Also ein lustiges Stück, ein einfaches Stück, wo auch Anfänger auf den Stabspielen schon gemeinsam im Ensemble musizieren können. Es ist die Mallet-Zweistimme und es ist wirklich einfach, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen kompliziert ausschaut, weil es immer zwei Stimmen sind. Aber wir werden das gleich lösen. Wir schauen uns gleich mal die erste Zeile an, welche Töne wir haben, nämlich unten ein C und oben ein G. Dann zählen wir mal ab, wie viele Töne das Abstand sind. Von C, D, E, F, G sind fünf Töne. Fünf Töne Abstand ist eine Quinte. Und das merken wir uns, der Abstand bleibt also immer gleich, wenn wir zweistimmig spielen. Dann können wir gleich mal die erste Zeile probieren, weil die Töne bleiben immer gleich in folgendem Rhythmus. 2, 3, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Sehr gut. Und wenn du jetzt weiter schaust, im Takt 5 sind wieder die gleichen Töne. Wir haben eine punktierte Viertel, eine Achtel und zwei Viertel. Wir zählen also 1, 2 und 3, 4. Spielen wir. Genau. Und der Takt kommt insgesamt dreimal, fast viermal im vierten Takt. Am Ende ist ein anderer Ton, nämlich das H drinnen. Wir machen gleich die ganze Zeile einmal langsam durch. Genau, also der vierte Takt. Mit der linken Hand gehst du zum H. Und dann weiter zur nächsten Zeile, zum A. Ja? Und wir merken uns, der Abstand bleibt gleich, also fünf Töne, A und E. Und diese beiden Töne, A und E, spielen wir wieder mit dem gleichen Rhythmus wie vorher. In der Zeile, also im Takt 12. Auf der 1 ist die punktierte Viertel mit den beiden Tönen A und E. Und jetzt muss ich weiterlesen. E, A, H. Das sind also relativ große Sprünge. Wie gesagt, es gibt wieder verschiedene Möglichkeiten, den Handsatz zu machen. Entweder du spielst das E noch einmal mit der rechten Hand und gehst dann mit der linken Hand zum A und dann zum H. Das ist eine Möglichkeit. Ja? Also E, A, H. Oder du wechselst früher mit der linken Hand auf das E und spielst dann A, A, zweimal rechts. Weil, man muss immer weiterdenken, ein bisschen vorausplanen. Wir brauchen ja dann den Abstand wieder, F und C, für die nächste Zeile im Takt 13. Und dann ist es leichter, wenn du gleich hier das H und dann das C daneben mit der rechten Hand hast. Statt links, und dann musst du wieder runter zum F mit der linken Hand. Also, noch einmal der Takt 12. Ja, also du kannst ruhig solche Verbindungen üben. Das ist ganz, ganz wichtig, weil meistens sind vier Takte fast gleich und im vierten Takt passiert irgendetwas. Es ist so wie beim Drumset-Spielen. Du spielst einen Groove und dann kommt ein Fill-in im vierten Takt meistens und dann geht irgendetwas anderes weiter.
Genauso ist es hier. Also du spielst zuerst immer die beiden gleichen Töne. Der Takt sollte klar sein. Wir gehen weiter zu Takt 13. Also, wir haben gesagt, der Abstand bleibt gleich. 5 Töne F und C. Und das ist 2 Takte lang. Schauen wir uns einmal an. Wieder ein Übergangston, nämlich vom F übers E zum D. Ja? Also nur die linke Hand. D. Ja? Und dann haben wir D und A. Ja? Takt 14 und 15. Einmal noch. Einmal Takt 13 bis 16. Sehr gut. Und jetzt sind wir bei Takt 17. Einstimmig. Wir haben aber nur zwei Töne, nämlich G und D. Wieder die beiden gleichen Töne. Ich würde sie gleich der Einfachheit halber, rechte Hand spielt den Ton G und linke Hand spielt den Ton D. Also noch einmal diese beiden Takte, 17 und 18, folgender Rhythmus mit G und D. Schleife wieder machen, zwei Takte üben, öfter wiederholen und dann zu den nächsten beiden Takten gehen. Da haben wir G, F, E, D, C. Also eine Tonleiter von oben nach unten, vom G zum C, leicht zu merken. Und als Abschluss beide Töne C und G. Einmal noch. Mit links weiterspielen, das zum C, damit du die rechte Hand frei hast für das G oben, also die Quinte dazu. Ja? Links, links. Also, die ganze Zeile einmal durch, von 17 bis 20. Wir gehen weiter zu Takt 21. Suchen wir uns einmal die Töne. Unten haben wir ein F, untere Stimme, obere Stimme, ein C. Abstand, eine Quinte bleibt. Und das bleibt über zwei Takte lang. Die Töne bleiben gleich. Folgender Rhythmus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Einmal noch. Okay, jetzt rutschen wir nach unten zum C und G. Einmal noch. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Also leicht zu merken. Einmal die Zeile noch durch von Takt 21.
weiter geht's zu Takt 25. Wir haben wieder die Töne G und D. In folgendem Rhythmus jetzt. Leicht zu merken. Und dann wieder eine Tonleiter vom G zum C. Genau. Wenn du ein bisschen vergleichst, die Stücke, wo sind gleiche Stellen, wo ist was anderes, hast du sicher gleich bemerkt, bei Takt 17 und bei Takt 25 sind genau die gleichen Töne, nur am Anfang ein bisschen anderer Rhythmus. Zum Vergleich einmal Takt 17. Und jetzt Takt 25. Hier haben wir am Schluss noch Akzente drauf, das heißt, wir spielen die Schlusstöne etwas lauter, damit wir einen Abschluss haben. Dann wissen wir, okay, jetzt ist das Stück aus, aber bei uns noch nicht. Wir haben nämlich hier ein Wiederholungszeichen, das heißt, wir spielen wieder vom Anfang das Ganze noch einmal durch und dann geht es weiter zu den Pausentakten, das sind 16 Takte Pause wieder und da passieren andere Sachen, da spielt vielleicht irgendjemand anders ein Solo. Und wir steigen dann wieder ein bei Takt 45. Die Stelle kommt dir sicher bekannt vor, ist nämlich ganz gleich wie bei 21. Also 45 bis zum Schluss. Weil du musst vom Anfang spielen, da capo, D.C. da capo al fine. Also, ich wünsche dir viel Spaß beim Probieren von Sunny Mellets, der Mallet 2 Stimme. Freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles Gute und tschüss!